Hallo und herzlich willkommen hier im Grand Prix von Österreich, der große Preis von Spielberg. Natürlich sind wir hier heute im dritten Rennen. Die vorherigen Rennen waren interessant, aber auch spannend. Die Strecke ist sehr gerade. Es gibt nur 10 Kurven mit 3 langen Geraden, wo man sehr gut überholen kann. Und Kurve 2 kann man eigentlich keine Kurve nennen, sondern eher mehr so ein Spitzwinkel zum Übergang zu Kurve 3. Und jetzt kommen wir zum Starting Grid. Und zwar Lucas Roth, Yasser Adi, Aaron Barnes, Jonas Schiffer und Ignition sind heute hier die ersten 5 Plätze. Und hier sehen wir schon, wie die Lichter an sind und wie sie sofort wieder ausgehen und das Rennen startet. Und wenn es mich nicht täuscht, ist das Lucas Roth auf dem ersten Platz. Ignition mit einem Überholmanöver an Atelier. Jetzt Seite an Seite hier in Kurve 2. Jetzt hier in Kurve 3 am Spitzenwinkel am höchsten Punkt. Und Bahase Gumba hat eine Zeitstrafe, was da hinten schon wieder für eine Collision war. Das weiß aber auch keiner. Auf jeden Fall gab es eine Penalty für Flavio Nies, und zwar eine Kollision mit Moreno. Hier sehen wir Giles, wie er versucht, unten Space Quase Gumba über zu überholen. Und Letourneur kriegt eine 5-Sekunden-Penalty, weil er das VSC natürlich ignoriert. Und das VSC ist natürlich nicht zum Rasen bedacht, sondern zum vorsichtigen Fahren, damit die Trümmer von der Strecke geräumt werden können. Ja, und natürlich gehen jetzt viele Boxen wegen dem Crash. Und zwar insgesamt 8 Leute, glauben wir mal. Nee, doch, 8 Leute gehen. Oder 9. Ungefähr 8 oder 9 Leute fahren. Michalski hinter Letourneur. Natürlich ist das Virtual Safety Car wieder drinnen und es kann wieder überholt werden. Ignition hier hinter Lucas Roth, die einen großen Abstand haben, 0,7 Sekunden, aber Ignition verkleinert den Abstand und vergrößert den Abstand zu Atelier. Hier sehen wir Ignition, wie er versucht, links vorbei, nee, rechts vorbeizukommen. Schafft es aber nicht, weil die Kurve zu früh kam. Aber das gibt ihm eine gute Chance jetzt hier bei Startziel. Und da hat er ihn auch überholt. Mit der schnellsten Rennrunde auch noch hier von Runde 2 auf Runde 3 durch den Überholversuch. Und der ist es aktiviert. Das ist natürlich eine gute Gelegenheit für Roth, der natürlich jetzt mit DRS an Ignition vorbeikommt. Aber Ignition lässt das nicht auf sich sitzen und geht innen in Kurve 3 rein und drückt Roth ein bisschen von der Strecke, aber nur bis zu den Curbs. Und Ignition holt sich in der DRS-Zone wieder den Platz, aber Roth überholt ihn durch den DRS, den er bekommen hat. Und es sah aus wie eine Collision hier. Sari hinter Fininator. Wieder in einer Art eine kleine Kolonne. Sari versucht mit allem, was er hat, an Fininator ranzukommen. Aber Fininator kämpft währenddessen mit Coppens und überholt ihn innen. Und ist jetzt auf dem Weg Richtung Forest, wo er auch wieder schnell anschließt. Nur die Frage ist halt, wie lange er es aushalten kann. Ignition kämpft immer noch mit Roth um den ersten Platz. Und hier Murray und Levasseur wieder am Kämpfen, wie letztens. Aber Levasseur baut einen guten Abstand zu Murray auf. Und hier sehen wir, wie Fininator mit Forrest hier in Kurve 3 kämpft und ihn überholt. Aber er bekommt das DRS nicht, sondern Forrest. Und Coppens überholt Forrest gleich mit. Und ist wieder sofort hinter Fininator dran. Schiffer und Barnes kämpfen jetzt vor Fininator um den vierten Platz.
die sich Barnes vor kurzem geholt hat. Hier Ignatian hinter Roth natürlich wieder, wird leicht ausgebremst, aber versucht natürlich wieder durch seine Geschwindigkeit an Roth ranzukommen, bremst sehr spät und geht weit raus in der Kurve. Weit, aber das bringt anscheinend was, weil Ignatian, der es offen hat, fährt schon wieder die schnellste Runde. Um ein paar Millisekunden hat er seine vorherige schnelle Runde beendet. Aber ist wieder hinter Roth, weil Roth wieder DRS hat. Und Schiffer und Barnes kämpfen immer noch auf dem vierten und fünften Platz. Jetzt Ignatian geht außen lang und bremst später als Roth. Und dadurch bremst er natürlich Roth ab. Und jetzt hier wieder in der DRS-Zone. Vinnie hat Barnes überholt, ist jetzt auf dem Weg zu Schiffer. Coppens jetzt hinter Barnes, kämpft noch mit Forrest Seite an Seite hier in Kurve 4. Und nur das VSC ist draußen. Warum auch immer, vielleicht hat jemand seinen Frontwing verloren. Und es könnte Coppens gewesen sein, der mit Forrest am Kämpfen ist. Hier Roth und Atelier hinter Ignatian kämpfen beide drum, um die Platzierung vom zweiten und ersten. Aber Roth geht in die Box. Anscheinend macht Roth einen Undercut. Und muss dadurch jetzt nicht mehr in die Box gehen, wenn er auf die richtigen Reifen pittet. Jetzt Atelier hinter Ignatian nah dran. Und hat höchstwahrscheinlich der S offen. Aber nein, hat er nicht. Beide haben kein DRS offen wegen dem VSC. Während dem VSC darf kein DRS verwendet werden. Oder wird besser gesagt abgeschalten. Das gibt Ignatian natürlich die Chance, einen Abstand zu Atelier aufzubauen. Aber Atelier bleibt gut hinten an ihm dran, dank seinem guten ERS-Management. Aber Ignatian nimmt die Kurven enger und kann viel, viel schneller daraus beschleunigen. Und ERS ist jetzt wieder aktiviert. Atelier geht in der Kurve lang, kommt leichte Kollision mit Ignatian und wird davon leicht weggedrückt. Ignatian versucht aber natürlich wieder an Atelier ranzukommen. Und zwar sehr schnell, aber Atelier baut einen kleinen Abstand auf von 0,4 Sekunden, den Ignatian natürlich versucht wieder zu schließen. Forrest hinter Barnes. In Sektor 3 gab es anscheinend kurz eine gelbe Flagge. Vor Barnes und Forrest, Fininator und Schiffer kämpfen um den dritten Platz, und zwar um den Podiumsplatz. Space Goomba ganz hinten und hat ihren Frontwing verloren auf Startziel. Das heißt, sie muss boxen, außer sie ist aus dem Rennen draußen. Forrest überholt Coppens und Ignatian überholt Atelier, geht in der Kurve lang und überholt ihn. Aber ganz knappe Kollision mit seinem Frontwing. Bisschen langsamer und der Frontwing von Atelier wäre raus. Und Space Goomba ist rausgeflogen. Anscheinend hat sie zu spät gebremst und ist in die Wand gebrettert. Fininator, Schiffer, Atelier sind direkt hinter Ignatian, der natürlich seinen Podiumsplatz, und zwar seinen ersten, verteidigen will. Aber er geht in die Box und das bedeutet, dass Atelier erster wird, Fininator zweiter und Schiffer dritter. Die Frage ist nur, wie lang braucht sein Team, um die neuen Reifen drauf zu machen? Und ob er noch es auf Podium schafft oder nicht, weil die anderen Fahrer sind gut im Verteidigen. Aber Ignatian kämpft natürlich drum, in der Box noch schnelle Reifen drauf zu machen. Und Roth besiegt seine schnellste Runde von Ignatian. Roth hat diesmal die schnellste Runde hier gefahren und versucht sie höchstwahrscheinlich weiterhin zu halten. Coppens und Barnes immer noch am Kämpfen, jetzt in Kurve 4. Coppens baut aber einen guten Abstand auf, so dass Barnes in der Kurve ihn nicht überholen kann und beschleunigt auch wieder schneller als Barnes hier raus. Hier sehen wir, wie lang welcher Fahrer welche Reifen hat. Ignatian ist auf Softs gepittet, genauso wie Sari, und Fininator ist erster mit seinen Soft-Reifen. 7 Runden alt sind, genauso wie die von Atelier und Schiffer, die nur
Mediums sind. Und das heißt für Fininator, dass er früher boxen muss als beide, weil seine Reifen nicht so lange halten wie Atelier und Schiffer. Roth besiegt wieder seine schnellste Rundenzeit. Könnte das durch das DRS sein? Man weiß es nicht. Oder fährt er einfach nur schneller durch das DRS und geht mehr riskant rein? Und Fininator baut einen kleinen Abstand zu Atelier und Schiffer aus. Barnes kämpft jetzt hier mit Forrest. Anscheinend hat Coppens einen sehr großen Abstand zu Barnes aufgebaut und hat ihn jetzt nach hinten zu Forrest geschickt. Aber höchstwahrscheinlich wird Barnes Coppens wieder einholen. Und in der Box gibt es auch wieder das Getue, wer hier am schnellsten boxt. Da können natürlich auch Plätze wieder gemacht werden. Und Fininator geht boxen. Hoffen wir mal, dass seine Boxenstrategie gut war und jetzt das Rennen auf dieser Mischung zu Ende fahren kann. Aber wie es aussieht, haut er nochmal Softs drauf und Ignace mit 1 Minute 7, 4 Sekunden schneller als Roths schnellste Runde. Und Fininator pittet für Softs. Das heißt, er muss nochmal pitten, weil er muss Mediums oder Hards drauf haben, sonst wird er disqualifiziert. Und Michalski überholt oder versucht besser gesagt Roth, aber Roth verteidigt gut. Ignace 5 Sekunden hinter Barnes, der aber auch wieder schnell ankommt, wie man sieht, wie die Zeit runterrattert. Das sind ungefähr 0,1 bis 0,2 Sekunden pro Sekunde, die er zuschießt. Hier sehen wir Coppens, wie er hinter Schiffer und Atelier ist, aber weit fährt, weil Schiffer und Atelier boxen gehen. Das bedeutet, dass Ignition direkt hinter, nee, doch Ignition direkt hinter Coppens ist. Roth hier jetzt wieder auf dem dritten Platz, aber Coppens hat zwei Leute überrundet, und zwar Neves und Izumi. An denen muss Ignition jetzt auch erstmal vorbeikommen, natürlich. Aber es wird höchstwahrscheinlich kein Problem sein, wenn beide Fahrer die blaue Flagge einhalten, ne? Fininator schon wieder auf dem vierten Platz, 3 Sekunden hinter Roth, und Roth 7 Sekunden hinter Ignition. Murray versucht jetzt an Igor Correa ranzukommen und wird es versuchen mit seinem DRS offen. Coppens geht in die Box, hat aber einen guten Abstand zu den anderen Fahrern erschaffen. Das bedeutet, er sichert sich ein paar Positionen, die er nicht verlieren kann. Ignition jetzt auf dem ersten vor Izumi und Nies, die er beide überrundet hat. Wärmt anscheinend seine Reifen auf, weil er merkt, dass die ein bisschen zu kalt waren. Wird Ignition jetzt die 9 Sekunden halten von Roth bis zu ihm? Hier sehen wir Flavio Nies und Jonas Schiffer, wie Schiffer versucht an Barnes ranzukommen, aber Barnes gut verteidigt. Und jetzt beide zusammen hier in auf, oder besser gesagt, auf dem Weg zur Kurve 4 sind, und beide fahren zusammen in Kurve 4 rein. Ob da was passiert? Nein, tut's nicht. Barnes behält seine Position, verteidigt gut gegen Schiffer. Moreno und Levasseur kämpfen auch wieder, aber Moreno hat Levasseur überholt. Schiffer will natürlich den achten Platz und die Punkte haben, die Barnes bekommt. Fininator jetzt direkt hinter Ignition, weil Lucas Roth boxt, aber er muss noch 4 Sekunden einholen. Das ist eine Menge Zeit, und Roth verliert viele Plätze durch die Box. Viele. Aber höchstwahrscheinlich würde er auf dem 9. bleiben, wegen 21 Sekunden zu Letourneur. Das hintere Feld ist sehr weit abgesplittet, wie man hier auf der Minikarte unten rechts sieht. Und Fininator geht an der Seite von Ignition vorbei
und bremst ihn nicht aus. Die fahren Seite an Seite hier durch die Kurve 4 und 5. Was machen diese zwei neuen Fahrer in Findica und Formel 1? Die liefern sich hier einen Kampf des Todes. So aggressiv wie beide fahren. Das ist abnormal, was sie sich hier für einen Kampf liefern. Vinata versucht, Ignatian Angst einzujagen und ihn leicht abzubremsen. Nützt aber nichts. Ignatian überholt ihn und behaltet erstmal für eine kurze Zeit, hoffentlich, die erste Position. Aber Vinata versucht wieder in Kurve 1 zu gehen. Und beide gehen dann durch Kurve 1. Aber Vinata muss langsamer werden, weil sonst würde er Unterbodenschaden bekommen. Und überholt ihn mit DRS natürlich. Von Kurve 1 auf Kurve 2 und 3. Jetzt fahren sie wieder beide zusammen durch Kurve 3. Die wollen sie wirklich beide hier nicht nachgeben und das Beste aus ihren Wegen holen. Beide geben das Maximum hier in Österreich. Aber Ignatian muss mehr geben, weil er Zweiter ist in der Weltmeisterschaft von Findica. Und Kaufmann nur wenige Punkte vor ihm sind, aber für Kaufmann sieht es dieses Rennen nicht gut aus, weil er auf dem 12. ist. Das bedeutet, es gibt eine hohe Chance für Ignatian, dass er Kaufmann überholt mit den Punkten und dadurch fürs erste Mal Weltmeister wird. Außer ihm passiert was in den nächsten zwei Rennen. Vinata immer noch hinter Ignatian, den er vorzeitig überholt hatte. Aber das DRS gibt ihm natürlich eine gute Möglichkeit und Ignatian hat zu wenig Gas gegeben. Aber Vinata kriegt das DRS, weil er in der DRS-Zone ihn erst überholt hat. Ignatian geht weit, bevor er in die Kurve einschlägt von Kurve 3 und nimmt ein 50 km/h Schild mit. Vinata zieht aber wieder vorbei. Und Sari versucht natürlich hinterher. Ja, Ignatian 1 Minute 7 und Vinata 1 Minute 11. Also wenn Vinata das irgendwie noch gewinnen mag, obwohl Ignatian die schnellste Rundenzeit hat, ist das ein Wunder. Jetzt fahren wieder beide Seite an Seite hier in Kurven oder Geraden. Ignatian geht weit in der vorletzten Kurve, da hat er zu wenig Gas abgelassen. Aber holt sich die Position wieder in der letzten. Und dadurch gehen beide zusammen in Runde 16 und baut einen Abstand von einer Sekunde zu Vinata auf, der ihn aber auch gleich wieder wegen dem DRS überholen kann und ihn gut abbremst in Kurve 3, wodurch er wahrscheinlich schneller beschleunigen kann. Ja, hier sehen wir, wie Vinata Ignatian abblockt. Was die zwei sich für einen Kampf liefern, habe ich noch nie hier in Findica gesehen. Levasseur jetzt hinter Correa mit 0,4 Sekunden Abstand. Es ist sozusagen DRS-Train, kann man es nennen. Weil Correa kriegt Murray kriegt kein DRS von Giles. Und die anderen können die anderen nicht überholen. Roth hinter Barnes überholt ihn jetzt. Und Ignatian drückt Vinata höchstwahrscheinlich von der Strecke. Ja. Vinata hat Frontwing Damage. Sari und Vinata kämpfen jetzt um den zweiten Platz. Und Ignatian wird von Sari überholt. Aber warum Ignatian da so langsam in Kurve 1 am Ende noch gefahren ist, das weiß man nicht. Vielleicht wollte er Vinata ausbremsen und ihn dadurch Frontwing Damage verursachen. Hat es aber nicht geschafft. Sari vor Ignatian und direkt hinter Ignatian ist Vinata. Aber die Zeiten erhöhen sich zwischen Vinata und Ignatian, weil Ignatian mehr mit Sari kämpft und Vinata Frontwing Damage hat hier an der linken Seite von der Kameraperspektive aus. Das war höchstwahrscheinlich von Ignatian in Kurve 1. Dadurch verliert er natürlich viel Zeit und viele Positionen und muss dafür boxen gehen. Und er muss boxen gehen, weil wenn er jetzt nicht boxt, dann ist er disqualifiziert
wenn er die falschen Reifen drauf macht. Ignatius kämpft mit Sari um die erste Position. Hier sehen wir Fininator in die Box mit seinen soften Reifen. Und wir werden gleich die Nachricht bekommen, ob Fininator disqualifiziert wird. Und Ignatius dreht Sari und verhaut seine Chance auf den Sieg in Österreich, in Spielberg. Und Sari ist raus, weil viel zu viele Fahrer hier das unerwartet haben. Hier stehen sie und versuchen was. Und Fininator wird disqualifiziert. Er hat nochmal die Softreifen draufgepackt. Was macht sein Team hier? Fininator kriegt keine Punkte mehr. Und Ignatius hat sich den Sieg in Österreich verhauen und kriegt höchstwahrscheinlich nur den dritten Platz. Hier sehen wir Forrest, wie er auf die Zielgerade fährt und sich natürlich freut, dass er Spielberg gewonnen hat. Und Ignatius ist höchstwahrscheinlich sauer, dass er Sari drehen musste und dass Sari ihm keinen Platz gelassen hat mehr. Und Koppens natürlich, Fahrer des Tages, sehr starke Leistung von ihm mit dem Defenden und Überholen. Aber ich würde dann mal sagen, das war's von meiner Seite aus und wir sehen uns im nächsten Rennen. Bis dann.